Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Frustablass-Video von Mutu Fuzzi. Ja, heute mal ein anderes Video, keine Probefahrt, sondern einmal Frust ablassen. Ich weiß, diese Videos kommen meistens nicht gut an. Und wenn man irgendwas Negatives sagt über irgendjemanden, über irgendwas, dann kommen meistens immer die Daumen runter. Aber das ist mir jetzt egal. Ja, so, was ich euch erzählen wollte, es geht um einen Händler. Und ich weiß, wenn ihr, erstens seid ihr nicht in Spanien, also tangiert euch das nur peripher. Und allerhöchstens, wenn ihr selbst YouTuber seid, dann würde euch das vielleicht etwas interessieren, weil ihr vielleicht schon mal das gleiche erlebt habt und euch auch darüber ärgert. Und ja, ich wollte einfach nur meinen Frust ablassen. Man kann nichts daran ändern. Es ist halt so, wie es ist. Aber es ist ziemlich ätzend. Also was mir gestern passiert ist, will ich ganz kurz erzählen. Ich will mal ganz kurz eine Vorgeschichte vielleicht dazu erzählen. Obwohl die jetzt vielleicht jetzt auch nicht so relevant zu dieser Geschichte ist. Ich hatte mir vor einem Jahr oder so, da gibt es auch ein Video davon, da war ich bei Triumph in Marbella und da hatte ich mich für eine Street Triple S, glaube ich, oder wie die hieß, interessiert, also mit 48 kW. Die war damals ganz neu rausgekommen und wenn die immer ganz neu rauskommen hier in, also zumindest bei diesem Triumph-Händler, dann sind die auch manchmal zur Probefahrt, stehen die zur Verfügung. Da ich mich damals entschließen wollte, zwischen Kawasaki Z900, Triumph Street Triple S und was war noch? Achso, und der CB 650R. Ja, wollte ich natürlich, oder war ich auch glücklich, dass ich die Triumph ausprobieren konnte. So, da sind wir dann hingefahren, dann habe ich mir die Triumph, habe ich die ausprobiert, habe ein Video gemacht drüber, könnt ihr auch sehen auf meinem Kanal. Ja, der Händler hat mir dann ein Angebot gemacht, das war eigentlich sehr gut, muss ich sagen, obwohl ja Triumph nun nicht gerade billig ist. Aber er wollte halt meine alte CB 500X in Zahlung nehmen und hat mir den besten Preis geboten, den mir alle anderen geboten hatten zu dem Zeitpunkt. Also eigentlich wäre es nur logisch gewesen, weil ich die unbedingt haben wollte, weil die so einen tollen Sound hat. Mit diesem Dreizylinder-Triebwerk wäre es eigentlich nur logisch gewesen, dieses Ding zu kaufen. So, ich habe mich denn dagegen entschlossen, warum auch immer, irgendwie gefiel mir dann doch wieder die Kawasaki hier, die Z900 besser, musste dann auch weniger oder habe dafür weniger bekommen beim Händler für meine alte, aber das war mir egal, weil ich die unbedingt haben wollte. So, habe dann dem Triumph-Händler abgesagt. Und ja, das war's. So, jetzt kam ja nun, oder was heißt, hier kommt es ja mal alles etwas später raus. Jetzt kam nun diese neue Triumph Trident 660 raus, beziehungsweise er hat die ganz frisch jetzt als Probefahrtmodell reinbekommen. Ich dachte mir, vielleicht versuchst du ja nochmal einen Versuch oder probierst es nochmal mit ihm. Und zwar sagst du ihm dann auch die volle Wahrheit, eben, dass du ein YouTuber bist, dass du Videos machen möchtest, weil die haben eigentlich, dieser Triumph-Händler ist eine Gruppe von, also ein, der hat mehrere, wie soll man sagen, das ist ein Händler mehrerer Hersteller, also Harley-Davidson, Indian, Polaris, beziehungsweise teilweise gehören hier wohl alle zur Polaris-Gruppe oder umgedreht, glaube ich, ne? Und Suzuki und Triumph halt, und die gehören, also nicht gehören zusammen, aber in dem Laden sind die alle zusammen. Und dieser Siebler, das ist der Händler, der ist auch anscheinend relativ groß, den gibt es auch in Malaga, da hat er auch noch mal Indien und KTM, also das scheint ein ziemlich großer Händler zu sein. So viel zur Vorgeschichte. So, ich habe ihn dann noch mal angeschrieben, den gleichen Verkäufer, der konnte sich auch an mich erinnern. Und habe gesagt, ja, ich bin YouTuber und wollte generell mal fragen, ob man eben die ganzen Bikes, die bei euch auf der Webseite stehen, weil die haben nämlich auch eine Vermietung, ob man die alle Probe fahren kann für YouTube. Ne? So meinte er, ja, komm vorbei, die Triumph Trident ist da, die kannst du Probe fahren.
So, dann bin ich gestern vorbeigefahren. Alles klar, wunderbar. Hallo, wie geht's dir? Und alles klar gemacht, hat die auch in Weiß da gehabt. Sogar für mich sind die Farben ja eben fürs Video auch immer wichtig. Und dann hat er mir die draußen hingestellt. Und ich hatte vorher mit ihm eben auch nochmal über YouTube und so weiter gesprochen. Er kann eigentlich relativ gut Englisch. Und dann gibt er mir so den Schlüssel in die Hand und meint, ja, 30 bis 40 Minuten. Sag ich, wie bitte? Ich will ein Video machen, ja? Das dauert 1 bis 2 Stunden mindestens, ne? Nein, nein, das geht nicht. 30, 40 Minuten maximal, das ist sind unsere Richtlinien. Das geht nicht, ne? So, okay. Dachte mir, naja, scheiß was drauf, ne? Okay, wirst du mal nicht die lange Tour machen, um ihn besonders da zu nerven, habe ich die kurze Tour gemacht. So, komm von der Tour. Also, erstens ist das ja schon mal sehr blöd, wenn man auf eine Probefahrt geht mit diesem Hintergedanken. Das habe ich auch schon bei anderen Händlern hier gehabt, ja. Die geben dir das dann, sagen 20 Minuten und du denkst, ach du Scheiße, ja. Wie sollst du da was Vernünftiges draus machen? So, das ist schon mal die erste Scheiße gewesen. Dann mache ich die Probefahrt, bin natürlich schon etwas missgestimmt, komme zurück, komme in den Laden rein, er zeigt ganz groß auf die Uhr und sagt, das war eine Stunde. Ich hatte doch gesagt, also richtig ernsthaft, ja. Also ich kam mir vor wie in der Schule und dachte mir, geht's noch oder was, ja. Und dann sagte er, ja, das ist die gelbe Karte für dich. Also richtig ernsthaft alles gesagt, ja. Obwohl er so eigentlich immer, naja, also wie soll man sagen, oberflächlich freundlich ist, ne. Und ja, dann sage ich, sag mal, also das kann ja wohl nicht angehen, ja. Wir haben doch gerade drüber gesprochen, YouTube-Videos machen. Wie soll ich ein YouTube-Video in 30 bis 40 Minuten machen? Ja, das geht nicht anders. Der Chef sagt, wir dürfen die nur rausgeben für so und so lange. So. Und da war ich natürlich ziemlich angepisst, ja. Und habe gesagt, ja, tut mir leid, also so können wir nicht zusammenarbeiten. Ja, das geht einfach nicht. Ich kann keine Videos in 30 Minuten machen. Und naja, irgendwie hat ihn das alles nicht so interessiert. Er meinte, ja, wie ist denn die Maschine, wie ist denn das Video geworden? Sag ich, ja, wie soll denn das Video geworden sein? Eigentlich beschissen, weil meine Unterstimmung, mein Unterton ist immer, der Händler ist scheiße. Also so direkt habe ich es ihm natürlich nicht gesagt. Aber im Endeffekt ist es ja so, weil ich habe es nämlich ja auch ein paar Mal im Video angesprochen. Der Händler ist scheiße, ja, wie soll man da eine gute Probefahrt machen? Das ist doch nicht positiv für den Händler. Ja, so. Genug geredet, genug aufgeregt über den Händler. Und dann bin ich nochmal rüber, weil die sind gegenüber auf der Straße, ist der Indian und der Harley Davidson und Suzuki Händler. Da bin ich da nochmal rüber, also der gleiche Inhaber, ja. Meinte, ja, geh zu Julio rüber und der hilft dir denn da weiter. Und da hat der gesagt, ja, aber da ist es ja genauso. Dann bin ich zu Julio gegangen, habe da auch nochmal gefragt, ja, was ist denn da? Bin YouTube und so weiter. Kann ich Probefahrt machen? Meint er, ja, 20 Minuten. Oh, warum ist der Händler hier geschlossen? Da wollte ich jetzt eigentlich hin. So, super. Ah, ja. Also nur Ärger. Ich fahre jetzt noch zum Yamaha-Händler. Ich hoffe, der hat geöffnet heute. Ich weiß nicht, was wieder los ist. Und ja, also so war das. Also ich habe zwar die Videos gemacht über diese Triumph... über die Triumph Trident, aber natürlich könnte ich das alles rausschneiden, meinen Unterton zum Händler, aber ich werde es nicht machen und ich finde das ehrlich gesagt echt eine Frechheit, ja. Und er hat mir am Anfang die Triumph, die tun immer so großkotzig, als so wie ja, unser Geschäft läuft blendend hier, gerade in der Corona-Pandemie, alle scheinen sich ein Motorrad zu kaufen oder zu leisten, weil sie alle zu Hause sitzen müssen oder sowas. Ja, so in der Art hat er das erzählt. Und also so richtig auf dem hohen Ross, ja. Und also was ich da, also das hat ihn überhaupt nicht interessiert, so mit YouTube und Social Media oder irgendwas, das hat ihn gar nicht interessiert. Der verdient wahrscheinlich wirklich da sein Geld und macht seine Provision an den teuren Triumph-Dingern. Und dann hat sich die Sache erledigt, ja. Und ja, das wollte ich nur dazu sagen. Also solltet ihr mal in Marbella sein und wollt euch eine Triumph, Harley Davidson, Suzuki, Indian kaufen, bitte geht nicht zu Siebler.
Natürlich ist es dann sehr eingeschränkt, denn die haben hier die Oberhand. Leider, wenn ihr sowas kaufen wollt, kommt ihr mehr oder weniger nicht drum rum. Okay, Suzuki gibt es noch woanders, aber trotzdem. Und das wollte ich euch nur sagen. Bitte kauft nicht bei dem Händler. Ich werde höchstwahrscheinlich auch nicht mehr zu ihm gehen, denn mit 20 Minuten, das kann ich leider nicht machen. Ja, so kann ich keine Probefahrten machen. Und das ist also ehrlich gesagt schon eine Frechheit. Aber das ist auch nicht der einzige. Also es gibt noch ein, zwei andere Händler. Es gibt noch einen hier, einen Yamaha-Händler. Deshalb bin ich auch jetzt bei dem anderen Yamaha-Händler, der da drüben übrigens. Der hat geöffnet, gut. Mit dem habe ich mit dem Chef jetzt gerade heute noch einen Termin. Und die sagen auch, 20 Minuten, okay, irgendwie kann ich es vielleicht schon verstehen für eine Probefahrt. Aber irgendwie auch wiederum nicht. Weil selbst wenn man eine Probefahrt macht, um was zu kaufen, reichen eigentlich 20 Minuten auch nicht aus. Ja? Und deshalb finde ich das schon eine ziemliche Frechheit, immer wenn die mit ihren 20 Minuten da kommen. So, das wollte ich euch sagen. Jetzt bin ich beim Yamaha-Händler. Das ist schon alles. Frust abgebaut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Motofuzzi. Bis dann. Ciao, ciao.